auch nicht. Aber er nuke nicht, ne? Ist auch interessant. Vielleicht war das ja auch eine Fehlentscheidung. Aber ich kann es mir nicht. Also nicht, eigentlich nicht wirklich. Wir brauchen die Energie so oder so, damit die Sniper-Bots schießen können. Und für die Schilde. Die Masse-Extraktor brauchen wir auch so oder so, damit wir dem da jetzt das Upgrade durchballern können. Und je mehr hier jetzt von gebaut wird, desto mehr wird hier vorne auch mitgeholfen. Hm. Ja, das sollte schon passen. Noch ist da keine experimentelle Unit durch. Wir machen trotzdem das Ding mit den drei. Das ist schon mal gut. Ja, wir können schon wieder nur zwei setzen. Egal. Ah, wir haben den Energiegenerator aufgerüstet gehabt, den einen für mehr Speicher, weil wir dachten, wir wären witzig, aber das Ding ist noch nicht fertig, dann brauchen wir noch einen Masse-Extraktor. Dann können die hier entspannt ein Upgrade fahren. Also die Economy hochfahren, während wir hier das Upgrade durchgeballert haben, am besten in der Zeit schon. Jetzt ein bisschen cocky, was wir machen. Wäre eigentlich das Ding jetzt hier schon upgraden müssten. Also, wir hätten jetzt schon hier hinfahren können. Aber das ist, glaube ich, worth it. Das lohnt sich schon. Strategic launch detected. Hier, erste Nuke. Einer ist okay. Könnten wir abfangen. Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung. 23 Minuten. Insane. Attack ping issue. Also ist da auch hochgegangen. Das hatte ich auch noch nie. Mann, er hilft doch mit, Mann. Ich versteh's nicht, ne? Also wirklich. Hör auf zu schießen und hilft er jetzt mit. Er macht's nicht. Er will unbedingt auf die Scouts schießen, Leute. Das ist so nervig. Guck mal, er geht sogar. Jetzt. Junge, ey, es ist so schlimm. Das mit den Scouts ist so schlimm. Der ist so verwirrt von diesen ganzen Fliegen. Er denkt bestimmt, dass wir ihn als Insekten, so wie ich immer. Und wir das nicht dran machen können. Ist ja aber auch egal. Ah, passt perfekt diesmal. Das ist die energiesparendere Variante.
denn da vorne gewesen, damit man hier schon so viel gefightet? Jetzt zwei sein. In der Theorie. Ne, ist immer noch mal einer. Wir müssen die ganze Zeit hier wegziehen. Die abgefangen. Oha, dann war die mittig gesetzt. Die ist schon hart, Assi. Hier schnell nach den nächsten holen, damit wir genug Wasser haben für das vorne. Viel Spaß da vorne. Wer baut dann ein paar. Stop. Mann, hast du verwirrt, ne? Attack ping issued. Ja, irgendwas ist da kaputt gegangen. Komm auf Experimentelle. Bin zu langsam gewesen mit der Economy, mit der Verteidigung jetzt. Weißt du, Mann. Ich sag allen, die da angehen, die gehen einfach hier vorne mal und einfach hier vorne arbeiten. Los. Ich hoffe, das war so ein Early Rush-Ding. Strategic launch detected. Der liegt nochmal da oben hin. Da kennt er nix. Ey, das ist ein bad decision. So. Die Stunts sind gerade unfassbar wichtig, ne?
Hier baut ein Kollege davon als wieder auf, damit er wenigstens verwirrt ist und wir wenigstens die minimalste Masse bekommen. Alter, die Masse da ist gleich aufgebraucht, das ist nicht gut. Das ist schon richtig kacke auch wieder von ihm. Jetzt gibt er den Befehl, dass er weggehen soll, ne? Aber bloß nicht bewegen, leider. Machen die nämlich nochmal manchmal schön dann Schlenkereien oder so ein Quatsch. Also. So, dick Energie brauchen wir jetzt. Richtig dicke Energie. Boah, ich war, bin ehrlich, ne, ich habe jetzt gerade zum ersten Mal wieder in den Chat geguckt, seitdem wir das Game hier gestartet haben. Ey, es ist schlimm. Es ist wirklich so intensiv. Vor allem, wenn nichts passiert, wissen wir, dass der jetzt gleich mit unfassbar vielen Experimentellen kommt. Das war anscheinend wirklich so ein Early Rush Crack. Das versuchen die manchmal, wenn die sehen, dass du nicht genug Verteidigung hast. Mann hat wieder aufgehört zu helfen, ich liebe es. Love it. Immer noch nicht fertig. Er hat trotzdem ihm nicht mehr geholfen. Nice. Wichtig. Wahrscheinlich wieder gerammt oder so ein Quatsch. Aber wir sind gerade so ein Plus, was Energie angeht wegen den Schilden, ne? Und wegen dem Massive-Fabrikatoren natürlich. Doch, Fabrikatoren war richtig. Wir sind alle Tier einsam. Ihr hilft jetzt echt sofort damit, das ist wichtiger. Ingenieur, Cyberin sind wir. Der Commander hatte auch einen Tier 2er eigentlich bei sich. Wieder? 4! Ich hab nur 3, das war's. Die nächste Cam jetzt erst. Oh! Der ist nicht mehr ready. Hey! Loot! Jetzt der Spielstand. Das ist schon weit hinten. Ja.
nicht. Boah. Schwierig, schwierig. Danach machen wir nochmal 10, aber dann machen wir 2. Eigentlich sind wir relativ gut durchgekommen. Also sehr schade jetzt gerade, dass wir bei Ambo. Das war eben eine gute Entscheidung. Nee, nee. Es geht auch einigermaßen schnell. Ist schon okay. Da könnte es Schlimmeres geben. Boah. Was können wir anders machen? Also zuerst der Rush, der war schon sehr gefährlich von dem Spinnenbot. Ob wir da was anders machen können, keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Nuke Defense brauchen wir auf jeden Fall mehr. Wir machen hier auch wieder 2. Ja, scheiß drauf. Das was wir machen hier. Ja, hier 4. Der kann viel mehr bauen. Und Economy-wise funktionierte es gerade schon sehr gut. Wie ich finde. So, gerade so ein Plus ist voll okay, aber wenn wir das gemacht haben, sind wir richtig im Plus, dann kommt hier erstmal noch einer, war ja voll okay, dann 10 Techniker nochmal, dann 4 davon. Dann machen wir da auch nochmal 10 Techniker, wenn wir... Das sollte schon so passen. Und wir stellen jetzt erstmal hier keine Sniper hinten ab, da das sowieso nicht gewollt ist. Wir machen die Teleporter hin. Strategic launch detected. Das ist okay, wie viele? Eine. Wieder so ein Stück nach oben. Wir abfahren gehen. Müssen wir aber nicht. Scheiß drauf, lass das da umgehen. Wie viel später einer?
So, jetzt wird der nächste da durchgeruscht ohne Ende. Und dann müssen wir aber mit vieren die Energiegenerator bauen, weil wir gerade zu langsam sind. Okay. Also wir haben beim letzten Mal zu langsam mit den Schilden. Die kosten Energie. Und damit sind wir gerade zu langsam mit Energie. Auf jeden Fall einen Fight so viel wie es geht haben, deswegen brauche ich so ein paar, so viel Masse und Energie, meine ich, so wie es geht, Masse zum Bauen, weil wir mehr Energie wegfallen wird, das heißt wir können keine Massefabrikatoren mehr haben. Können wir wieder aufrüsten. Wenn ihr da hinjubt, ist das gut für uns. Können wir irgendwo anders hin mitschießen. Oh. Möchte ein Heist starten? Ein Contract wurde gestartet. Leider bist du auf deiner Mission gestorben. Eieiei. Nice. Der ist schon mal dead. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. Ah ne, der baut Dinger. Ja, die müssen jetzt erstmal für Energie fahren. Danach können wir E4 Nuke-Defense-Dinger. Eigentlich auch 2 das abbauen lassen gehen. So, wir brauchen jetzt hier erstmal so viel Bildpower wie es geht drauf, weil wir viel zu wenig Energie für die ganzen Schilder haben. Wir brauchen die Schilder aber gleich dringend. Könnten experimentelle sein, so langsam wie die sich bewegen. Ja, Mana nach vorne ziehen, ist generell eben. Das ist Digga. So, wo nukt er hin? Er nukt wieder hier oben hin. Das ist voll okay.
Also irgendwas Großes muss da durchgelaufen sein. Bis mir schon mal Bescheid. Ah. Yeah. Sagen einmal Energie, dann gebe ich hier immer noch. Von auf jeden Fall jetzt auch experimenteller. Auch nicht. Gesehen, keine Energie, gleich keine Vision. Deswegen machen wir hier noch das Ding auf jeden Fall. Keine Vision, gleich Dead. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass wir die Schilde nicht anmachen können. Ja, zum Teil an den Anti-Teleport-Feldern, ne? Das sind halt auch 1000 Master Energie pro Sekunde. Wir müssen die Energie leider gerade machen. Wir haben keine Chance, dass wir gleich die Schilde nicht anmachen. Ja, Energiegeneratoren hier mindestens. Und dann den Nuke Defense weiter durchrushen und dann machen wir das Ding. Klappe die zweite, I guess. Mana ist einfach wieder random am Feuern. Das ist ein Wahnsinn hier einfach. Man muss die ganze Zeit gucken, dass da. Ist der nicht gerade komplett am Rad abdreht oder so? Weiß ich nicht, ne? Dann ist es wild.